Wenn Frau Gruber was Saures braut, dann ist es offensichtlich Gruberlicious. Welches Bier es heute ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, die Brauerei habe ich eben schon vorweggenommen. Es geht um ein Bier von Frau Gruber. Und da gibt es eine Serie, die nennt sich Gruberlicious. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das sind so die Kettle Sours, die die Herrschaften da in Gundelfingen machen. Und ich habe heute die Cherry-Version, also Kirsche, am Start. Ein Kettle Sour Biermischgetränk natürlich. Wir brauen ja in Bayern. Und da wollen wir fleißig das Reinheitsgebot hochleben lassen. 4,8 Volumenprozent Alkohol. Wir haben Gerstenmalz, Weizenmalz, Hafermalz, Hopfenhefe und 38% Kirschen. Also ich weiß jetzt nicht, in welcher Form die da drin sind, ob das Püree, Saft oder ich nehme an, es ist Püree. Gehen wir fest davon aus. Ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich vermute mal, das Bier wird sich jetzt gleich mit meinem Shirt ein bisschen beißen. Ich sollte recht behalten. Ja, ich glaube, wenn man ab und zu mal den Begriff Rubinrot verwendet, dann ist das vielleicht nicht zutreffend. Hier in dem Fall absolut schönes Kirsch, dunkelkirschrotes Rubinrot. Kann man das sagen? Dunkelrotkirsches Rubinrot. Zwei Fingerbreit eines pinken Schaums obendrauf. Der würde auf jedem Hello Kitty Poster die Kinder zum Schreien bringen vor Freude. Tolle rosa Schaumkrone drauf, macht auch einen sehr stabilen Eindruck. Das hat man ja auch nicht immer bei Sauerbieren. Aber schaut mal, wie der A am Glas hängt und B wieder da oben feste drauf sitzt. Kohlensäuretechnisch sieht man relativ wenig. Schauen, was die Nase sagt. Ich vermute mal Kirsche. Hm. Ja, sollte nicht enttäuscht werden. Geht tendenziell so in so eine Sauerkirschrichtung, wobei da auch ein bisschen Süße dabei ist. Und ich lasse mich da, glaube ich, gerade auf einen falschen Dampfer setzen. Aber es ist sehr, sehr fruchtig. Ich würde sagen, cheers! Boah. Hoi, 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 hoi. Also, da hat es mal ordentlich Säure drin. Aber das ist nicht unangenehm, ich mag das. Aber ich habe nicht damit gerechnet. Also kräftige Sauerkirsche, man hat tatsächlich erstmal so ein bisschen das Gefühl, man trinkt einen Sauerkirschsaft. Dann ist aber drunter, und das war wahrscheinlich das, was ich eben in der Nase hatte, da ist noch so eine zitrusige Säure drunter. Bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich die so super matching finde. Also das geht schon mal jedenfalls sehr, sehr sauer zu. Es ist auch eine leichte, balancierende, dezente Süße mit dabei. Das hält das Ganze schön im Gleichgewicht. Und Alkohol bei 4,8 Volumenprozent eher weniger. Ich finde überhaupt, es ist tatsächlich eher so ein bisschen wenig Bier drin. Ich finde es aber sehr geil. Weil es eben mal die Frucht ein bisschen reinbringt. Die Frucht ist super natürlich. Die Sauerkirsche. Und bei jedem weiteren Schluck hat man immer mehr davon. Wir hatten früher einen Sauerkirschbaum im Garten und ich kann mich noch genau daran erinnern, wenn die richtig reif waren, dann hat es genau so geschmeckt. Und da ist halt wirklich überhaupt nichts Künstliches mit dabei. Und jetzt fängt so langsam, merkt man hinten so ein bisschen auch das Bierige, und ganz minimal. Kommt so dieser Haferweizen, kommt hinten ein bisschen raus. Minimal, aber dadurch wird so ein bisschen die Bierseele in mir wieder ein bisschen gestreichelt. Finde es richtig gut. Ich würde sogar sagen, es geht von der Tendenz her sogar fast zu einem mittleren Körper. Kohlensäure im mittleren Bereich, spritzig angelegt. Sehr erfrischend das Ganze und hinten raus. Es ist Sauerkirsche, Säure und wie gesagt, so ein bisschen
leicht mildernde, malzige, getreidige Noten hinten, die so Weizen, Hafer mit sich bringen, aber wirklich extrem auf der Bremse. Ich muss sagen, toll gelungenes Bier. Frau Gruberlicious in der Cherry-Edition von ProbierTV gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für das Frau Gruberlicious Cherry Kettle Sour aus Gundelfingen. Und wenn ihr dieses Bier kennt und der Meinung seid, das ist das Beste aus der Serie, dann klopft mir mal auf die Schulter, dass ich das ausgewählt habe. Wenn ihr der Meinung seid, es ist ein anderes, da gibt es ja, glaube ich, noch Himbeere, ist, glaube ich, noch irgendwo mit Brombeere, nämlich Schwarzbeere, irgendwas gibt es da noch. Dann bin ich für eure Empfehlung dankbar. Sagt mir bitte mal Bescheid. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Dazu einfach hier unten, da unten kurz draufklicken. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Bier. Das wird schon morgen der Fall sein. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.